Herzlich willkommen, meine André, ich bin's, euer André, und in diesem Video zeige ich euch, wie man Cristiano Ronaldo und viele andere Spieler, eigentlich so gut wie alle, ablösefrei bekommt, beziehungsweise für umsonst. Also ihr gebt kein Geld aus, ihr braucht am Anfang nur einen Verein, der viel Geld hat für so hohe Spieler, also für Cristiano Ronaldo, weil ihr dem anderen Verein ein Angebot geben müsst, das sie nicht ablehnen können. Und diesen Trick hat mir Youngs Gaming gezeigt, ein Abonnent von uns, vielen, vielen Dank dafür, der Trick funktioniert wirklich und den will ich euch jetzt mal vorstellen. So. Cristiano Ronaldo nehme ich, weil ich euch zeigen möchte, dass es möglich ist, das mit jedem Spieler zu machen, ja? Also ihr bietet dem Verein zum Beispiel 100 Millionen, wo sie nicht Nein sagen können, zum Beispiel Real Madrid. Und so, jetzt gehen wir zurück. Und dann Gegenwort haben sie akzeptiert. So, dann machen wir jetzt ein Gegenangebot. Sagen wir jetzt mal ein bisschen weniger Geld. Oh, essentieller Stammspieler. Ich hoffe mal, er nimmt das nicht an. Er muss das nämlich ablehnen. Das ist nämlich der Trick. Er muss das ablehnen. So, jetzt hat er abgelehnt. Das ist schon mal gut. Er hat abgelehnt. Und was wir jetzt machen ist, wir suchen wieder Cristiano Ronaldo. Ihr könnt es natürlich auch einfacher machen, wenn ihr den auf der Wunschliste habt. Das geht dann alles einfacher. Dann kontaktiert ihr ihn für Kauf. Bietet dem Verein, jetzt kommt es aber, 0 Millionen Euro. Das lehnen die natürlich ab. Das ist aber uns scheißegal, denn wir gehen auf den alten Vertrag. Das ist wichtig. Das dürft ihr nicht löschen. Wir gehen auf den alten Vertrag zum Vertragsangebot. Geben den jetzt mal, damit es gleich klappt. Könnt ihr natürlich dann halt auch immer gucken, wie es so ist. 500 Millionen, ja, 500.000, damit er es auf jeden Fall annimmt. Ihr könnt dann natürlich ein bisschen verhandeln, das ist dann komplett egal, ihr müsst das nicht gleich annehmen. Und dann akzeptiert er das und wenn wir jetzt auf Annehmen gehen, seht ihr, die 160 Millionen sind geblieben, wir haben nur 500.000 Euro an Gehaltsbudget eingebüßt, aber wir haben jetzt den Spieler. Denn er geht für 0 Millionen Euro zu uns. Das ist der Trick, jetzt seht ihr das gleich, wenn wir ihn haben. Man sieht, Manchester City verpflichtet Cristiano Ronaldo für 0 Millionen Euro. So. Und zack. Und wie ihr seht hier gleich, haben wir noch die ganze Kohle. Das war der Trick schon. Funktioniert eigentlich mit jedem Spieler, außer die wollen gar nicht weg. Zum Beispiel mit Messi war es richtig, richtig schwierig. Das könnte aber auch klappen, müsst ihr mal gucken. Und wenn ihr zum Beispiel kleine Vereine habt und euch Spieler holen wollt, die ihr nicht verpflichten könnt oder so, aber das nötig, also das sich nicht lohnt. Ihr wollt mehrere Spieler verpflichten, habt aber nicht so viel Geld, dann könnt ihr das halt so machen. Ist halt ein bisschen cheaten, ist aber auch wiederum lustig, dass es sowas funktioniert. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann und tschüss.